Willkommen zurück, wir machen weiter mit Let's Play Tomb Raider Puna's Revenge. Hier sehen wir nochmal schön diesen Ort, wo wir gerade sind. Ich nenne es jetzt auch einfach mal das Küstendorf, hier mit diesen schönen Blockhütten, wo die Kannibalen drin leben. Und da haben wir jetzt in der letzten Folge so ein paar Schalter gezogen und hier unten die Tür geöffnet damit. So, und jetzt schauen wir mal weiter. Machen nochmal eine Fackel an, dass wir was sehen. Oh. Coole Musik. Ah, das werden wir wahrscheinlich fluten. Haben wir wieder ein Zeitspiel? Weiß nicht, ob man in dem Spiel so von der Leiter auf die andere springen kann. Das müssen wir dann mal ausprobieren. Jetzt machen wir aber erst nochmal Licht. Ach, das ist ein Block. Das hätte ja sein können. Und ich weiß ja, den ziehen wir am besten mal. Da müssen wir nämlich von außen ganz gut drankommen. Wow, jetzt fallen wir runter. Willst du vielleicht dann nochmal gucken? Ich finde, diese Musik ist total geheimnisvoll. Und die hat auch diesen Tomb Raider-Touch, finde ich. Ah ne, das kann sie nicht. Also sie kann jetzt nicht von der Leiter auf die andere hochspringen. Das ist dann doch zu viel des Guten, Lara, ne? Wollen ja nicht zu viel von dir erwarten. Aha. Ziehen wir doch den mal. Oder macht Lara gar nicht. Hä? Geht der erst ziehen, wenn jetzt hier diese Leuchten an sind, oder wie? Das sind alles irgendwie Zeitgeschichten. Interessant. Also da tut sich wirklich nichts. Ach, hier wäre auch noch eine Leiter gewesen, die habe ich noch gar nicht gesehen. Daher würde man auch weiter hochkommen, aber da kommt man von hier nicht dran. Jetzt weiß ich halt nicht, muss man diesen Block schieben oder ziehen? Vielleicht muss man den auch rausschieben, dass der irgendwie runterfällt. Ja. Dann haben wir das eben falsch gemacht. Dann sollten wir das mit dem anderen Block wohl auch so tun. Da müssen wir nochmal hier hochklettern. Ich dachte nämlich, wenn wir den irgendwie ziehen, dann kann man vielleicht von vorne irgendwo hinlaufen oder hinkommen, wo man sonst nicht hingekommen wäre, weil halt der Block im Weg steht. Aber wie man es macht, macht man es ja bekanntlich verkehrt. Deswegen nochmal andersrum. Und das ist halt auch was, wie schon mal erwähnt, was es bei Tomb Raider 3 an sich so nicht gibt. Aber ist ja auch Tomb Raider 4 konfiguriert, das Spiel. Die Frage, kommt man hier? Ne, da kommt man nicht hoch. Aber was können wir jetzt mit diesen Blöcken machen? Weil den kann man schon mal nicht ziehen und den auch nicht, weil die halt hier vor diesem Trümmer stehen. Schieben kann man die auch nicht. Man kann halt da hochklettern. Es ist mir jetzt irgendwie gerade nicht klar. Aber vielleicht kann man jetzt den Hebel da oben ziehen. Das wäre vielleicht möglich. Wir müssen auch keine Leiter mehr klettern. Wir können einfach jetzt so hier rumlaufen. Das geht auch nicht einschießen. Mal ein paar Ersatzfackeln. Wenn man zu faul ist oder eher gesagt zu geizig ist, welche zu verschwenden. Probieren wir es doch einfach nochmal mit dem Hebel hier. Vielleicht geht das, wenn die Schalter, die Blöcke da unten sind. Ja. Ah. Weil dann das Wasser wahrscheinlich irgendwie nicht ablaufen kann oder so.
Okay, cool, das war doch schon mal ein Fortschritt. Freuen wir uns und ziehen mal den hier, weil das kein Zeithebel ist. Ach, okay. Dann halt doch erst den. Das ist wahrscheinlich kurz keine Strömung. Dass wir den schnell ziehen können. Und jetzt kommt die Strömung wieder. Okay, das haben wir hingekriegt. Das war jetzt schon mal nicht so ein schlimmes Zeitspiel. Ist nur die Frage, wie kommt man da jetzt... Ach doch, schwimmen. Ah ne, hier wird man da wieder runtergedrückt. Das heißt, wir müssen den wahrscheinlich nochmal ziehen, um dann hinten rausklettern zu können. Und mit der Strömung wird man ja jedes Mal unter Wasser gezogen. So, und schnell hier raus. Gut. Kann man von hier irgendwo hin? Nee. Also, wird alles später noch gehen. Und der nächste Schalter. Wahrscheinlich macht er den Wasserspiegel jetzt noch ein Stückchen höher. Ja. Jetzt sind wir wahrscheinlich auch unter Wasser. Nee, wir stehen noch. Aber jetzt ist hier das Wasser schon. Gut, und noch ein Stückchen höher. Ach, jetzt kann man hier drauf. Was macht der jetzt? Okay. Machen wir dann nochmal. Weil jetzt gucken wir uns erstmal um, was wir jetzt können. Vielleicht sind jetzt auch mittlerweile diese Türen offen? Nein, das sind auch gar keine, glaube ich. Aber wir schauen jetzt erstmal, was hier ist. Dafür müssen wir aber wahrscheinlich den wieder ziehen, dass die Strömung weg ist. Es sind wirklich komplett neue Rätsel in diesem Spiel. Nicht so dieses geradlinige, was man immer hat. Sondern hier muss man sich wirklich mal wieder ein bisschen anstrengen. Und nachdenken. Das finde ich mal ganz cool. Ist nicht so, dass ich sonst nicht nachdenke beim Spielen. Aber hier wird man da doch nochmal gefordert. Ja, das bringt aber jetzt nichts, oder? Und die andere Seite. Ich glaube, wir müssen es gar nicht anhalten, weil wir uns nämlich hier rausziehen können. Da. Aber was bringt uns dieser Gang? Ach, um da drauf zu kommen natürlich. Jetzt verstehe ich das. Okay, dann können wir jetzt das Zeitspiel nochmal machen. Weil ich es jetzt kapiert habe. So, dann drücken wir den mal und los geht's. Das war jetzt ein bisschen lahmarschig, aber egal. Speichern trotzdem mal zwischen, vielleicht reicht's ja. Weil wir müssen jetzt nur noch von hier... Ah! Jawohl, klappt doch. Und dann kommt hier der nächste wieder. Ist das cool gewesen? Ja. Ja, dann haben wir damit jetzt die Tür mit den Fackeln auf. Und das war wieder ein sehr geiles Rätsel, muss ich sagen. Wieder sehr innovativ. Komm hier echt aus dem Staunen bei dem Level nicht mehr raus. Und ich übertreibe das auch wirklich nicht. Ich finde es wirklich geil. Das ist echt was Besonderes hier. Also merkt man wirklich, dass das auch ein Spiel von 2019 ist, wo es dann schon wieder coolere Mechanismen auch gibt und alles so ein bisschen weiter ausgefeilt und detaillierter ist und so weiter. Und trotzdem diesen alten klassischen Stil, also genau das, wovon auch jeder Tomb Raider-Nostalgiker, sag ich's mal, träumt. So, sind nur sehen, dass wir irgendwie wieder da hochkommen. Weiß nicht, muss man da jetzt wirklich komplett außen rumlatschen? Oder hätte man da auch anders hingekonnt? Weiß ich nicht. Hier war doch überall nichts so richtig, ne? Also hier haben wir natürlich noch den
Weg nach da hinten rein, aber den lassen wir erst nochmal sein. Einfach der Orientierung halber. Dass wir uns da nicht gleich ganz überfordern. Hier hinten war ja auch nichts, ne? Gut, dass wir nochmal trotzdem geschaut haben. Wenn man sich nicht selbst vertraut. Aber man hat auch oft mal ganz schnell was übersehen. Und gerade auch ist dieses Level halt dunkel. Und da, ja, geht einem schnell mal was durch die Lappen einfach. Wie bei diesem letzten Unterwasser-Secret, wo wir auch zweimal angetaucht sind, bis wir es gesehen haben. Speichern hier jetzt immer mal ein bisschen zwischen, dass wir nicht runterrutschen. Wäre fast so weit wieder gewesen. Nein. Aber wir haben ja gespeichert, falls wir runterrutschen. Von daher alles gut. So. Und darüber. Nein. Das ist gemein. Man rutscht hier überall ab. So, und hier rüber. Jetzt haben wir es. Wäre man hier auch anders hochgekommen? Ach, ich glaube, das letzte Mal sind wir auch irgendwie irgendwo hier hochgehüpft, gell? Das ging, glaube ich, auch. Aber egal, wir sind oben. Hier hatten wir ja auch schon uns umgeschaut, wenn ich mich richtig entsinne. Trotzdem jetzt nochmal eine Fackel an. Weil wir wollen dieses Level ja ohne Lösung spielen. Und da muss man auch genau gucken, dass man nichts übersieht. Und dann lieber zweimal. Lieber einmal zu viel geguckt, als einmal zu wenig. Auch wenn die Suche hier wieder nicht von Erfolg gekrönt war. Okay, dann sind wir jetzt mal gespannt, was hier drin ist. Oh. Was sind denn das für Vögel? Die brennen ja. Das sind diese Tomb Raider 4 Vögel, diese blauen und gelben. Nee, sind sie nicht. Das sind die ganz normalen Geier von Tomb Raider 3. Nur irgendwie, dass der gebrannt hat, warum auch immer. Ist das Fail oder sollte das so sein? Weiß ich nicht. Vielleicht sieht man den Sinn dahinter noch. Oder es ist einfach ohne Sinn. Sowieso schon gefragt, wieso dieses Spiel nur eine Bewertung von 9,6 irgendwas hat und nicht 10. Wahrscheinlich, weil der Bird einfach gebrannt hat. Oder hat der Bird hier... Ne, der hat keine Flamme geklaut. Aber kann ja sein, dass der da lang geflogen ist und hat sich angebrannt. Das kann auch sein. Also ein bisschen was Realistisches in dem Spiel. So ein bisschen was Realistisches tut Tomb Raider generell keinen Abbruch, denke ich mal. Dafür ist es so schon unrealistisch genug. Das hätte ich jetzt geil gefunden, wenn man da hoch hätte können und hätte da irgendwie ein Secret gefunden, aber das wohl nicht. Es sei denn, das ist eine Leiter. Nee. Ich sehe schon wieder überall Secrets, wo gar keine sind. Und wo nie welche sein werden. Da, ah nee, ich wollte gerade sagen, da liegt was, aber das... Das war nur der Fuß von diesem einen Bird. Okay, dann gehen wir mal diese einladende Treppe hoch in den Tempel. Ist das etwa schon der Puna-Tempel? Nein, das wäre zu früh. Aber vielleicht so eine Art Vorreiter. Ah, okay. Das hat jetzt hier so ein bisschen All Hallows Fliesen, so teilweise so ein bisschen. Die Stelle ist mir jetzt nicht ganz geheuer, muss ich sagen. Ich will irgendwie nicht in dieses Wasser springen. Das ist wieder ein Zeithebel.
Aber ich habe jetzt mittlerweile nicht mehr so Angst davor, vor diesen Zeithebeln. Nicht im Ernst, oder? Also ich wollte sagen, ich habe jetzt momentan nicht so die Angst vor den Zeithebeln, weil die eigentlich immer relativ entspannt sind. Also bis jetzt zumindest gewesen sind. Wir wollen den Tag nicht vom Abend loben, aber ja. Warum ich jetzt gerade so gesagt habe, nein, einfach nur nein. Nein. Okay, nochmal. Weil ich gerade auf die Idee gekommen bin, dass man eventuell diese Fackel bei dem Vogel anzünden kann, der brennt. Das wäre witzig. Das wäre echt so ein Gag irgendwie. Wo sich der Levelbauer gedacht hat, warum? Weil ich's kann. Also sonst ist hier unter Wasser ja nichts, ne? Nichts zu holen hier unter Wasser. Da haben wir irgendwas übersehen. Da kommt man nicht durch. Oder haben wir hier eine Strömung? Nee, haben wir nicht. Ist aber interessant auch aufgebaut, dieser Raum. Ist auch nicht so symmetrisch, wie man das so kennt. Sondern eher so ein bisschen verwinkelt. Aber dass sich Lara so seitwärts rausziehen kann, das kann sie hier trotzdem noch nicht. Trotz der ganzen Neuerungen. Okay, ich bin jetzt wirklich mal verdammt gespannt, ob Lara diese Fackel bei diesem Bird anzünden kann. Das fände ich richtig witzig. Aber darauf warten wir. Nee. Nee, das können wir gleich vergessen, weil wir da ja gar nicht mit die Leiter hochkommen. Also ist das eine falsche Theorie gewesen. Der Levelbauer hat sich nicht gedacht, machen wir so, weil ich es kann, sondern keine Ahnung. Ah, ich könnte mir vorstellen, dass dann auf Zeit diese Tür da drüben aufgeht und man das da anzünden kann. Jo, oder dass auf Zeit dann diese Schalen runtergehen und man die dann anzünden kann. Werden wir alles sehen, aber nicht mehr jetzt, sondern in der nächsten Folge. Bis dann. Nicht, dass wir die Fackel jetzt versenkt haben, speichern und dann ein Problem haben. Ich glaube, wir haben die Fackel versenkt. Lieber noch mal laden. Da haben wir sie nämlich noch. Und wir speichern auf einem anderen Spielstand, dass wir, falls wir das versauen, irgendwie unsere Fackel noch haben. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.